Hallo meine guten Damen und Herren und willkommen zurück zu einer neuen Runde hier von Edna bricht aus. Wir sind hier draußen, aber wie ich eventuell gehört habe, müssen wir wieder rein. Jetzt haben wir alles irgendwie tatütata und tralala gemacht. Wir können nach draußen, aber wir haben ja vergessen. Den Schlüsselmeister. Den können wir natürlich auch mit den Generalschlüsseln, also Telekom auch mit den Generalschlüsseln öffnen. Und da gehen wir natürlich noch gerade hin. Da gehen wir jetzt genau hin mit dem General oder mit dem Generalschlüssel natürlich da raus. Wir können jetzt natürlich da immer mehr raus und rein. Wollen wir aber nicht, wir wollen jetzt wieder zurück. Und das war hier lang. Ich hab keine Ahnung mehr, wo das war. Nein. Da unten kommen wir ja nur zur Dingenstür. Da können wir ja gar nicht mehr hoch. Wir müssen ja auch wieder da rein. Und dann hier hoch. Wir können nicht durch den Haupteingang gehen. Das ist ungefährlich. Wenn du hier durch. Und wenn es hier nicht geht, durch die Küche. Oh, da steht Dr. Marcells Chauffeur. Don't cry for the truth is... Hallo? Ist da wer? Niemand. Ich suche lieber einen anderen Weg. Ja, das müssen wir wohl. Nehme ich hier durch. Und wird gleich super Küche gemacht oder whatever hier. Wird gleich hier was gemacht. Wird hier gesuppt. Ist hier der Koch am Werke jetzt aktuell. Weil ja, ist wieder ein Tag vorbei oder so. Oha, das stimmt sogar. Der Koch ist unterwegs. Da reden wir natürlich vorbildlich mit dem Koch. Ne? Wir dürfen ja nicht irgendwie was auslassen. Er sieht beschäftigt aus. Das weißt du nicht mit Sicherheit. Ich frag mal. Bist du beschäftigt, Koch? Siehst du? Sicher ist sicher. Ist das wirklich der Koch? Der Koch, der kocht oder der Koch, der kocht? Ich würde mich da fragen. Aber nur am Rande erwähnt. Wirklich am Rande erwähnt. Natürlich, klar. Sieht sicher nicht gerade? Oder ist denn hier los? Meine Kamera ist irgendwie versetzt. Kann das jemand sagen? Ich nicht. Wir haben natürlich das hier, die Speiseplanung. Jetzt können wir es anschauen. Oha. Da können wir austauschen? Oh, keine Ahnung. Können wir uns da drinnen verkriechen? Damit wird das Essen in die Küche transportiert. Na gut, dann benutzen wir mal. Das könnte klappen. Karin. Der Koch guckt gerade nicht. Aber ich frage mich, was das bringt. Die Umsetzung von dem Essenschlachträtsel ist ehrlich gesagt nicht besonders gut gelungen. Aber die ganze Situation ist so sympathisch, dass es mir, glaube ich, insgesamt wenig übel genommen wurde. Die Idee ist einfach gut, irgendwie indem man den Irren auf dem Menüplan halt unterschiedliches Essen zuweist, schließlich eine Kettenreaktion auslösen kann. Ich weiß nicht, ob viele Leute überhaupt das Rätsel so verstanden haben oder nicht einfach nur ausprobiert haben. Aber das war die Idee dahinter. Also, wer das Rätsel noch lösen möchte, hört jetzt weg für die anderen. Die Idee dahinter ist tatsächlich, dass wenn Professor Nock sich über das Hähnchen beugt, weil er das halt irgendwie nur direkt mit den Fingern isst, und man die Kartoffel dem Bienenmann gibt und ihm die Gabel in den Fuß rammt, dann fliegt die Kartoffel über den Kopf von Professor Nock hinweg und trifft Adrian am Helm. Und der sich dann darüber ärgert. Absurd. Und guck mal, wie lustig deprimiert Peter guckt und wie glücklich Petra ist. Das ist doch wirklich was fürs Herz. Oh. Naja, jetzt haben wir es auf jeden Fall rausgefunden, was wir machen sollen. Aber wir rammen natürlich noch die Gabel eine Runde da rein. Was passiert denn? Wir wollen ja alles rausfinden hier, ne? Mit dem Fuß. Bevor ich anfange, für Unruhe zu sorgen, brauche ich erst einen Plan. Können wir ja hier mitmachen, ne? Mit dem Fuß. Bevor ich anfange, für Unruhe zu... Können wir wieder raus? Geh zu, aber wo steht hier nicht, ne? So, mit... Wer war es am besten hier? Keine Ahnung. Hey! Psst!
Ich habe den Generalschlüssel und werde fliehen. Kommt ihr mit? Ich habe einen Generalschlüssel und werde fliehen. Kommt ihr mit? Klar. Unter zwei Bedingungen. Erstens kommen wir nur mit, wenn du einen Fluchtplan ausgearbeitet hast. Zweitens musst du irgendwie die Wachen ablenken. Fluchtplan ausarbeiten, Wachen ablenken. Alles klar. Was gibt's zu essen? Heute ist Wünsch-dir-was-Tag. Jeder bekommt das, was er möchte. Oder zumindest das, was unter seinem Namen eingetragen wurde. Die Liste hing seit einer Woche aus. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass damit einige Scherze getrieben wurden. Immerhin ist dies ein Irrenhaus. Okay. Habt ihr eine Idee, wie ich die Wachen ablenken könnte? Der sicherste Weg ist eine Essensschlacht. Du musst nur irgendwie einen Streit provozieren, ohne selbst mit hineinverwickelt zu werden. Du musst eine Schwachstelle finden. Haben wir ja schon. Ich verkriech mich dann mal wieder. Wie können wir denn zurück? Bevor ich anfange für Unruhe... Oh, können wir nicht... Ah, stimmt natürlich, da hinten. Oh, ich depp. Wie doof. Okay, Kartoffeln. Den Bienenmann. Das Hähnchen, das Dingens. Und ich weiß gar nicht mehr, was hier Brei. Oh, das war's hier, ne? Damit wir wieder... Benutzen wir den Trolley? Das könnte klappen. Das könnte wirklich klappen. Das ist gut. Das ist wirklich gut. So, nun ist er hier unten, ne? Er ist im Brei. Und können wir nun eine Gabel in den Fuß rammen? Was ist denn da los? Bevor ich anfange für... Was? Wir haben ja einen Plan. Natürlich klar. Haupteingang kommen wir nicht mehr rein. Müssen wir es wirklich immer... Komme ich nur noch diese drei hier umsortieren. Jetzt haben wir den Brei, das hier gegeben, das... So, probieren wir mal aus. Den Brei mal alles geben. Das könnte klappen. Was bringt uns das? Die gute alte Schnürsenkel zusammen, Knotennummer. Dann mach das doch mal. Ja, wir benutzen doch mal Gabel mit dem. Bevor ich anfange für. Komm, was haben wir für einen Plan hier überhaupt? Plan, genau. Nee, was haben wir überhaupt für einen Plan? So eine Sache mit dem Plan hier. Reden wir mal lieber mit Honi und Moti. Wie gut. Wir sollen reden mit den Herren. Achso. Der interessiert es aber nicht, den Herren. Auch gut. Ich frage mich, ob wir hier irgendwie durchkommen. Eventuell mit dem Wäscheliftsystem. Ich glaube ja nicht, da kommen wir nur runter, ne? Ah, ist ein bisschen doof. Da geht's ja auch nicht mehr. Lang. Nee, da geht's ja nur ins Archiv. In die Archive, gute weite Welten. Hammam. Nee, wohin gehst denn du? Wohin gehst du? Dachte schon, wohin geht denn die Dame? Okay, wir können da nicht hoch in diesen Flur. Wir können da nicht hinten durch. Gehen wir mal wieder raus. Gehen wir mal raus. Mal schauen, was wir hier können. Sind wir eigentlich gefangen, ne? Zwischen Mauer und Haus. Nein. Mal ums Haus rum, du doofes Ding. Hallo, Spiel? Kann man das irgendwie machen? Keine Ahnung wie. So, flumpsch. Na, dann kommen wir da rum. Ah, shit. Aber wir benutzen mal... Dich da mit Haken. Mit. Benutze Haken mit dem hier. Das hier wäre ein.
Anna, siehst du? Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Nein. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Ich will raus. Nee. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Das scheint mir noch nicht... Müssen wir die Dinge aber mal ein bisschen verschieben, mal kurz. Hier, 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 oder... Nee, geht nicht, ne? Geht nicht auf. Shit! Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. 1, 2, 5 haben wir. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Ich weiß, dass es nicht sonderlich zen zu sein. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. In das Haus? Ah, okay. Aber jetzt was? Von was reden die Dame? Von einem Plan. Aber was will man einem Plan denn? Soll man einfach nur das Ding anschauen? Können wir nochmal mit dem Kocher hier reden? Er sieht beschäftigt, das weißt du nicht. Bist du, siehst du, sich. Okay, er ist also beschäftigt. Es klingt so, ich riskiere. Da gehe ich lieber nicht einfach so rein. Es wimmelt nur so von Wachen. Ja, nur der andere Sheriff da nicht. Sorry. Wir nutzen mal das Kern hier. Haben wir hier. Okay, nur Fuß, Monty und Trolli. Also irgendwo brauchen wir den Fuß noch nicht finden. Haben wir. Oh, da habe ich was gesehen. Das ist nicht so gehört. Genau das. Die Kartoffeln haben wir dem Bienenmann gegeben. Ich weiß es nicht so recht. Ich weiß es einfach nicht. Das könnte klappen. Das ist jetzt zufrieden, ne? Mit dem Essen. Das Ding, das trägt, das ist hier an. Der lädt geradezu zu einer brutalen Gewalttat ein. Und wenn wir dürfen. Bevor ich anfange, für Unruhe zu sorgen, brauche ich. Wir haben einen Plan. Ja einen verdammten Plan. Du machst hier Unruhe, dann fliegt das Ding raus und wir können. Naja, ich. Ja, was soll man hier machen? Meine Freunde, was soll man hier nun machen? Wir haben ja das Messen gegeben. Wir haben das. Schau doch mal in den Besteckschrank, wenn gibt's da. Darin bewahrt man für. Gabel und Messer habe ich schon. Löffel haben sie noch nicht. Aber was soll man denn mit dem Speiseplan? Dem Herrn Nock haben wir ja jetzt die Hähnchen gegeben. Er freut sich ja drum, ne? Ist ja so, muss ja so sein. Die Bienen haben wir auch die Kartoffeln gegeben, wie Hoti und Moti gesagt haben. Ich sag dir gar keine Ahnung. Sorry, Freunde. Ich bin gerade ein bisschen rätsellos. Psst, Hoti, Moti, hier unten. Wollt ihr etwas Ketchup dazu? Es ist Wünsch dir was Tag. Und wir sind in der Kantine. Wir haben alles, was wir brauchen. Danke. Okay. Ich hab so einen Plan.
Ich da, ich habe so einen Plan hier, ne? Psst. Leckeres Mittagessen oder lang? Wir nehmen das Essen. Okay, dann haben wir hier noch diese Variante. Verdeckt, okay. Benutzen. Ach, das muss wehtun. Bevor ich anfange für. Wir haben alles geschafft, meine Freunde. Ich glaube, die Zeit ist auch ein bisschen fortgeschritten. Ich werde mich eventuell ein bisschen erkundigen, wie es hier so weitergeht und weiterführt. Und wenn wir dann irgendwo hinkommen, dann werde ich euch Bescheid sagen und hier mal ein bisschen in die Irre führen. Auf jeden Fall, meine Freunde, bis dann zum nächsten Mal mit Edna bricht aus.